Moin Moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stelle euch heute für unseren YouTube-Kanal der Modbox das John Deere Gator Pack vor. Der liebe Modder Blacksheet Modding gibt uns wieder ein Paket zu haben. Das gab es auch schon im LS19, da kann ich mich recht gut dran erinnern, weil ich das beim LS19 auch schon vorgestellt habe. Gibt es ein Gator Pack, sprich ein, zwei John Deere Fahrzeuge mit mehreren Aufsätzen für Kleinarbeiten, so rund um den Hof, für kleine Felder und so weiter. Das Schöne ist, dieser Mod ist nicht nur für PC und Mac, sondern für alle Plattformen. Also Blacksheet Modding schreibt in seiner eigenen Mod-Beschreibung, das ist der Mod für PC und Mac, als auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr könnt euch diese Fahrzeuge oder dieses Pack runterladen und nutzen. So, schauen wir uns gleich erstmal an. Also das Grundprinzip ist klar. Ihr habt hier zwei Fahrzeuge, die ihr konfigurieren könnt. Einmal einen Zweiachser und einmal einen Dreiachser mit verschiedensten Aufbauten. Das hier zum Beispiel ist jetzt ein Schneekonstrukt, also sprich Schneeräumdienst, sprich hier vorne habt ihr das Schneeschiebeschild, hinten habt ihr einen Salzstreuer, dann gibt es die normale Plattform, es gibt ein Geschüttgut, es gibt quasi eine Dreipunktaufnahme, ne? Jetzt könnt ihr vielleicht sogar ein Schneidwerk hin dran machen oder so, dann gibt es den normalen Düngestreuer und er hat halt hier hinten drauf den für Herbizide und vorne ist nochmal ein zweites Schild, also von den Schneeschiebeschildern gab es zwei. Ja, schauen wir uns das Ganze im Shop mal an. Entweder findet ihr es unter dem Punkt Mods und DLCs oder immer unter den jeweiligen Rubriken. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo sich das jetzt hier befindet, weil ich weiß es im Moment. Unter Autos schreibt der Modder selber. Okay, unter Autos. Da finden wir das, die beiden Sachen und könnt dann hier über Kombination euch natürlich die Sachen anzeigen lassen. Aber wir gehen einfach mal über den Punkt Mods. Fangen wir mal an. Das ist der Dreiachser. Die Konfigurationen sind gleich, sowohl 3 als auch 2 Achser und ist recht viel. Ihr habt die Konsole auch Standard, dann gibt es einmal ein Frontgewicht. Ihr könnt quasi die Frontkonsole komplett euch anpassen. Ich gehe jetzt einfach mal großartig durch. Jetzt Protection 1, das ist halt nur Schutz. Ne, ihr seht, bis zu 5 Sachen habt ihr halt hier so einen vorne Kugelkopf, und recht robustes. Mit Schild und. Ne, aber da könnt ihr euch wirklich eine Menge konfigurieren. Reifenhersteller, je nach Reifenhersteller ändert sich die Reifenvariante. Bei Michelin gibt es Breitreifen, bei Nokian gibt es Kommunal und halt immer Standard, ne? Oder halt von John Deere halt. Ja, Design-Konfiguration gibt es Model 1, das ist so wie es jetzt hier aussieht. Dann gibt es eine Frontscheibe, es gibt einen Überrollkäfig, Überrollkäfig mit einer Scheibe, mit zwei Scheiben, mit ohne Scheibe und der Frontblitzer. Ich gehe jetzt einmal durch, weil es sind glaube ich 20 Stück, die ihr euch da konfigurieren könnt. Und ihr seht, es ändert sich immer wieder was jetzt mit Türen. Das ist das Letzte. Dann sind wir bei 0. Also das ist hier so für 58 Euro in der Fahrerkabine mit großen Lichtbalken oben drauf. Und Umleuchten gibt es entweder eine oder zwei. Ne? Zusatzbeleuchtung kann man eine ausschalten. Das ist dann hier vorne die beiden, die dazukommen. Motorausstattung gibt es 25 km/h, 40 oder 50 km/h. Ne? Das ist das Maximum. Hauptfarbe in den John Deere typischen Farben. Ne? Da gibt es jetzt nicht die komplette Farbauswahl, sondern halt meistens ein John Deere Look und halt Kennzeichen. Das gleiche ist bei dem Gator 4x2 natürlich auch. Ich kann es vielleicht gerne mal durchgehen, aber es ändert sich nichts. Ne? Ihr seht, es bringt mir nichts, wenn ich euch jetzt in einer halben Stunde das gleiche erzähle. Ne, es ist 1 zu 1 dasselbe, Rundumleuchten 1 zu 2, Zusatzbeleuchtung ja, Geschwindigkeiten ist alles das gleiche, plus die Farben und Kennzeichen. Da tut sich nichts, außer dass eine 2 Achsen hat, andere 3, eine Achse hinten. Ja, das ist die Mulde. Ja, wie ihr seht, kann 0,8 Kubik laden, also sprich 800 Liter laden, wiegt 500 Kilogramm, kann aber alles laden. Dann den Ballenaufbau, und ist ja klar, da könnt ihr halt Paletten und Ballen transportieren, auch hier die typischen Farben vom John Deere. Dann gibt es den 3P-Lifter, das ist halt die Dreipunktaufnahme, ne, auch hier wieder die typischen Farben. Dann wie schon gesagt, der für Herbizide zum Spritzen, auch da nur Farbauswahl möglich. Dann das Schnee, also Schiebe, also das war für Häckselgut, Entschuldigung, also sprich, wenn ihr Silage schieben wollt, könnt ihr es auch mit dem John Deere machen. Ne? Also nicht zweimal Schneeschiebeschilder, bupp, da hat das. Sondern das eine, das ist zum Schneeschieben. Okay, das sind aber beiden. Ich hätte gedacht, das ist auch für. Naja, okay. Soll laut Aussage zwei Silageschilder sein. Ich glaube, zum Schneeschieben sollen auch funktionieren, müssen wir mal testen. Dann gibt es hier, wie gesagt, einmal den, den Aufsatz für Dünger und Kalk, ne, mit einer Arbeitsbreite von 10 Meter. Auch hier nur Farbauswahl möglich. Und genauso wie mit dem Streusalz,
Ne, auch hier nur die Farbauswahl möglich. Ja, das war es das Ganze eigentlich schon. In-game, texturtechnisch on point, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ne, von allen Sachen hier alles gut lesbar. Auch das An- und Abkoppeln. Ich nehme mal den großen hier. Ihr seht, ihr könnt bequem raus und reinfahren. Funktioniert einmal bei. Attached auch super, auch hier die Beleuchtung jetzt hier. Den Blinker, wenn ihr die Zusatzbeleuchtung drin habt, habt ihr auch eure Blinker logischerweise. Und Umleuchten funktioniert auch. Rückwärtsgang. Ne? Fährt ordentlich. Der Fahrer ist animiert, innen drin seht ihr auch. Gut, die Armaturen sind nicht beleuchtet, aber halt der Lichtschalter halt. Gut, ihr seht, sonst ist das Fahrzeug voll animiert, ne? Bremse, Gas geben und so funktioniert einwandfrei. Und dann könnt ihr quasi mit diesem ja, Multipack quasi loslegen. Ihr seht, anschaffungstechnisch war es auch nicht so teuer, wenn ich es richtig erinnere. Ihr seht, 15.000 oder 14.000 das Fahrzeug plus Ausstattung. Und die Mulden kosten zwischen 1.000 und 2.500. Das Maximum kosten die Aufsätze. Und gerade wenn ihr einen kleinen Hof bewirtschaftet, kann man die vielleicht gebrauchen. Oder halt so kleine Transportfahrten zu machen, um was ans Feld zu bringen oder so. Ich persönlich finde es gut, auch soundtechnisch. Ihr könnt da ganz gerne mal reinhören. Moment, ich gehe mal runter. Ich habe Radio mal also Sound mal ausgemacht. Achtung. Also ich finde halt einen schönen Sound, jetzt nicht übertrieben, aber auch nicht ganz so zu leicht. Ja, passt auf jeden Fall. Ja, mehr kann ich euch zu diesem Mod nicht sagen, außer euch fragen, ob es euch gefallen hat. Wenn ja, belohnt es gerne einen Daumen nach oben. Gerne auch die Kommentare vollknallen, wie ihr es findet, gerade da es auch für die Konsole rauskommt, ne, weil ihr noch nicht in den Genuss gekommen seid von diesem Pack. Was ihr dazu sagt, würde mich natürlich über jeden Kommentar freuen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox, ciao!